So sieht's aus, da sind die Zuschauer schon vor mir auf Arbeit. Willkommen in einer neuen Woche, meine Lieben. Jetzt müsst ihr erstmal mit mir Vorlieb nehmen, denn die Kamerafrau muss auch mal arbeiten. Machen wir erstmal Licht an. Oh, hier steht auch ein wundervolles Projekt an. Hört mir auf. Die Zeit geht auch wieder los. Denkt dran, sowas rechtzeitig vorbeizubringen. Da hinten liegt noch ein Satz, der wurde gerade komplett fertig beschichtet. Dahinter steht noch mein Satz, der muss nochmal lackiert werden, nachdem die Frau einen kurzen Schwenker am Bordstein gemacht hat. Ansonsten hier sieht man es auch wieder, diese ganzen vielen Speichen, das macht natürlich Arbeit, kostet auch Zeit. Denkt dran rechtzeitig, nicht, dass hier die ganzen Ende wieder voll stehen. Nächste Kfz steht genau vor mir. In einer richtig schönen Farbkombination. Schaut euch mal an, wie dieses Maul hier vorne rauskommt. Sieht richtig schön aggressiv aus mit dem Scheinwerfer und Co. Gefällt mir. Fahrzeugmodell gefällt mir so oder so. Allerdings dieses Modell erst recht. Ich habe den vorab gar nicht so richtig wahrgenommen, aber schaut euch den mal als Kombi an. Was für ein ellenlanges Dach der Kollege hier hat. Da ist selbst so ein Panoramadach drin. Klein, also von drinnen groß, aber von außen klein. Es ist wirklich ein zeitlos schickes Fahrzeug. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Hat ein bisschen was von so einem Porsche Panamera, ein bisschen was von so einem Chrysler 300C, finde ich, von der Linien oben rum. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall gefällt mir richtig gut. Der muss natürlich auch erstmal gewaschen werden, bevor wir uns den nochmal genau anschauen. Unten im Kofferraum, da wartet eine Überraschung auf uns. Was soll es anders sein? Einen Satz Felgen. Macht natürlich Sinn. Das sind die Sommerräder. Wir haben eh Umschwungzeit, sprich, die werden beschichtet. Fahrzeug soll komplett beschichtet werden. Die Winterräder nehmen wir runter. Die werden auch einmal komplett beschichtet. Genauso wie die Bremssättel, Lack und Glasoberflächen. Machen wir einen Deckel wieder zu. Hier vorne habe ich am Spiegel gesehen. Mattlack und so eine kleine Strieme dran. Ist ein Haufen Traffic-Film auf dem Kollegen hier drauf. Auch wieder ganz dezent hier dieses R. Hier muss ich mal mit dem Kunden absprechen, ob der diesen Sticker drauf behalten möchte, gerade wenn er beschichtet wird. Na, kennt ihr das Spiel? Hier hinten sehe ich schon eine Felge. Na, da gab es einen kurzen Knacker dran. Und den Innenraum wollen wir nicht vergessen, den machen wir natürlich auch noch komplett mit. Rahmenlose Scheiben, ist klar, aber schaut euch mal das Lenkrad an. Das noch wirklich komplett fresh, richtig schön matt, wird natürlich trotzdem gereinigt, eingepflegt. Schaut euch mal diese Details hier an. Und jetzt kommen wir zu den Sitzen. Boah. Wirklich, wirklich schön. Ich bin auch mal gespannt, wenn die Räder hinten raus sind, wie viel Platz hat man in dem Kfz. Ich sag ja, von drinnen sieht das Panoramadach schon echt groß aus. Wenn man von oben guckt, ja, bei der Dachlänge fällt es kaum auf. Sehr schönes Kfz. Was wir uns nach der Wäsche noch mal genauer anschauen, da geht es jetzt nämlich hin. Für euch geht's ab ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ab geht's. Innen sind wir durch. Schneller konnte es nicht gehen mit dem Dragon. Wie gesagt, so grob verschmutzt war der Kollege ja auch nicht. Gewaschen haben wir den Kollegen auch schon und da habe ich eine böse Entdeckung gemacht. Kommt mal mit dran. Eingangs des Videos haben wir schon gezeigt, dass die Felge hier so einen kleinen Knacker dran hat. Allerdings ist nicht nur der kleine Knacker, wenn wir mal hier reinschauen, die scheint wohl mal eindeutig umgefallen zu sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil eine Bordstein ist nicht so hoch und darunter ist keine Kante. Kann natürlich auch was anderes gewesen sein. Jetzt heißt es natürlich Kunden anrufen, Kunden informieren, weil die Felgen sollen natürlich auch beschichtet werden, ob oder ob nicht. Und das nächste Problem ist, wenn das Fahrzeug fast neu ist, dann kommen die Felgen runter. Nicht, dass es nachher heißt, man hat selber die Felgen umgeschubst. Kann natürlich immer passieren, aber wie gesagt, sichert euch das selber ab. Nächste Sache ist aber die, hier liegen die Sommerfelgen, die kommen im Anhang auch rauf. Jetzt wäre es natürlich auch blöd, wenn man die raufsteckt, die anderen in die Folie reinpackt und man war es nicht gewesen, man sagt gar nichts dazu. Fällt bei uns komplett aus, deswegen wird das mit dem Kunden kommuniziert. Was ich aber auch noch im Hinterkopf habe, bei der Abgabe hat mir der Kunde gesagt, dass die Felgen meiner Meinung nach gebraucht waren, was dafür auch ein Indiz ist, wenn wir mal hier reinschauen, dann sehen wir, dass hier Bremsstaub in den ganz schmalen Speichen ist, wo nie einer putzt und der ist nicht nur Bremsstaub, das ist schon richtig harte Verkrustung, deswegen glaube ich auch, dass die Felgen gar nicht niegenau neu zum Auto sind, weil Auto hat gerade mal 8000 Kilometer runter und in 8000 Kilometern schafft ihr sowas nicht auf Winterreifen. Jetzt sollen die natürlich runter, jetzt müssen die beschichtet werden. Das zu entfernen ist natürlich spaßig, wie man sowas wegbekommt, Felgenreiniger und Co. Könnt ihr da wirklich in dem Fall vergessen. Die habe ich schon ein paar Mal jetzt durchgepinselt. Da müsst ihr euch dann wirklich hier zum Beispiel Waschknete nehmen. Natürlich vorsichtig und extrem viel Gleitmittel. Aus dem Grund, da ist nachher nicht viel mit Polieren. Deswegen wollen wir dann natürlich auch nicht viel Knetspuren haben. Dann nehmen wir uns so ein Stück Knete, die wir danach auch entsorgen. Deswegen reißt euch schon ein Stück ab. Ne? Und dann muss man das hier wirklich sorgfältig alles
durcharbeiten. Das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Ich kann mir auch vorstellen, wie die Felge von innen nachher aussieht. Hier seht ihr, die Leichten haben wir schon weg. Die Kante ist nachher, schaut mal, was in der Knete hier alles nachher drin ist. Deswegen sage ich, die könnt ihr definitiv danach entsorgen. Ja, und da muss man sich nachher ransetzen und hier wirklich alles aus den ganzen Kanten rauskneten. Ihr seht jetzt schon, wie lange das dauert. Nehmt auch da eine softe Knete. Wie gesagt, mit Polieren ist da nicht allzu viel. Weg. Ja. Ja. So. Und so mühselig ist das Ganze dann. Nehmt euch Knete, nehmt euch Zeit, wirklich viel Zeit, nehmt euch viel Gleitmittel. Und dann, wie gesagt, kommt die Felgen runter. Die Innenbetten werden wirklich nicht besser aussehen. Klar, da kann man ein bisschen flächiger durch, aber in den ganzen Speichen macht das auf jeden Fall Spaß. Deswegen müssen wir uns auch Felgen angucken, wenn die beschichtet werden, bevor die beschichtet werden, wenn man nachher den ganzen Tag steht und die ganzen nachher ausknetet, auspoliert und sonstiges, natürlich deutlich mehr Aufwand. Hier ist es allerdings im Komplettpaket mit drin, weil ich gesagt habe, komm, wenn die Felgen jetzt hier runterkommen, beschichten wir die mit, weil die Bremszettel machen wir so oder so. Die Sommerfelgen schmeißen wir gleich rauf. Deswegen setzen wir uns daran und werden das Ganze natürlich auch auskneten, polieren und beschichten. So, wie sieht der Lackzustand aus? Schauen wir uns mal gemeinsam an. Frisch gewaschen, schnappen wir uns das Lämpchen. Das Fahrzeug hat 8000 Kilometer runter, also eigentlich sollte da in der Regel auch noch nicht allzu viel sein. Was natürlich ein Problembereich ist, ist hier vorne dieser unischwarze Grill. Man sieht es auch schon, hier sind einige eingefressene Insekten drin. Versuchen wir erstmal zu tempern. Wenn das nicht geht, müssen die natürlich auch hier rausgekattet und poliert werden. Klar, bei unischwarzen Leisten nicht so grob rangehen, von hinten ran arbeiten. Das Spiel kennt ihr, bevor man sich da selber noch nachher mehr Arbeit verschafft. Ein paar kleine Steinschläge habe ich schon gesehen. Die werden wir hier auf jeden Fall zutupfen, wird auch nicht ausbleiben, sowas geht schneller, als man gucken kann. Und wir haben hier einen Haufen eingefressene Insekten drin, die müssen natürlich auch rausgekattet werden. Ansonsten, Lackzustand, es ist metallic weiß, von daher wird sich hier sowieso von der Lampe alles überspiegeln, was nur geht. Wir können ja hier hinten mal mit diesem CCT-Scan die Farbe ein bisschen ändern, mal gucken, ob wir da ein bisschen mehr erkennen. Da denkt man schon im Wärmeren schon. Ja, man sieht schon, wir haben in den unteren Bereichen halt ein paar Scratch drin, also sprich, hier werden wir auf jeden Fall mehrstufig polieren, um das nachher wirklich perfekt auch alles rauszubekommen. Ist ja natürlich auch Ziel, das Fahrzeug so zu beschichten. Ja, und die schwarzen Leisten brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, wobei die hier noch relativ human aussehen. Sind zum Glück auch nicht allzu viel dran. Wie gesagt, die Säulen vorne, Grillbereich, wird schon genug Arbeit machen. Und hier hinten haben wir noch so einen leckeren Diffuser dran. Klar, der muss nachher auch vernünftig poliert werden und da sieht man es schon, ne? Da sind auch einige Waschspots am Start, aber wie gesagt, ohne schwarze Leisten sowieso ein schwieriges Thema. Ladekante, da ist auch ein bisschen was im Argen, aber insgesamt muss man sagen, ja, Fahrzeug hat noch nicht allzu viel runter, deswegen machen wir da auch wirklich eine fixe Runde hier einmal rum. Hier ist auch so ein komischer eingefressener Fleck, seht ihr den hier? Wie so eine Farbvertiefung hier, so ein Schatten, kann auch Vogelkot gewesen sein. Wie gesagt, fixe Runde, dass wir uns mal einen allgemeinen Überblick verschafft haben. Zustand sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ihr habt den Lackzustand gesehen. Eigentlich wollte ich euch was am Lack zeigen. Das verschieben wir auf nächste Woche, weil wie gesagt, hier ist wirklich, es ist was zu tun, aber es ist auch nicht so viel zu zeigen. Und wie gesagt, der Lackzustand ist echt in Ordnung. Von daher, den werden wir schon mehrstufig polieren. Obenrum auf jeden Fall ein paar kleine Scratches einzeln wegmachen. Der Rest bekommt dann hier aber die One-Step. Und dann die Beschichtung ist die Entschädigung für die Felgen. Eine Neuheit gibt es trotzdem, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Thermoboxen von SafeShield, hat er sich was Feines einfallen lassen. Ihr habt die 125er Größe hier in allen Polierpads drin. Und das Ganze gibt es auch als 80er mit einem wunderschönen Gesicht drauf. Hier fühle ich mich hier richtig geehrt, schaut mal. Ist auf jeden Fall wirklich eine feine Sache, gerade für Leute, die jetzt gerade anfangen möchten oder die sich vielleicht auf Polierpads umstellen möchten, die dann sagen, hey, so einzelne Pads, welches ist denn eigentlich wirklich das Richtige für mich, für den Einsatzzweck? Wie gesagt, ihr kennt ja meinen Spaß an der ganzen Sache, meine Favoriten. Hier habt ihr oben drauf das Ultra-Cut-Pad für wirklich Extremfälle, Sandwich-System, haben wir ja schon mal ein Video zu gemacht zu dem. Ansonsten kommen wir hier schon meine Klassiker, einmal das Max-Cut-Pad, ne, mit der Max-Cut-Politur und im anderen gibt es dann immer hier das Medium Safe Shield Pads, das werden wir hier auch anwenden. Und wenn man dann nämlich solche Extremfälle hat, kommt nämlich im Anhang hier für diese unischwarzen Teile das Ultrasoft Pads. Diese drei sind meine absoluten Klassiker. Na, und dann gibt es aber natürlich auch nochmal ein Finish Pad. Also ihr habt hier wirklich für alle Lack-Problemfälle, alle Lackhärten wirklich ein Polierpad drin. Probiert das Ganze aus, denn der Preis ist auf jeden Fall heiß, kann ich euch sagen. Und das Ganze ist auf jeden Fall limitiert. Wir können ja mal kurz reinschauen. Wir haben hier in der Box 34,90 für die 125er Systeme. Kostet sonst 55,49, wenn man zusammenrechnet. Na, mit dem Rabattcode BARZ10 könnt ihr da nochmal 10% sparen. Ist natürlich alles für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier sind auch noch mehrere Angebote mit Polituren dazu. Ist eine schöne Sache, ist limitiert. Deswegen gönnt euch das Ganze. Ich gönne mir jetzt den Spaß an dem Kollegen hier für euch. Ein bisschen Musik, sehen wir uns gleich wieder. Ab geht's.
Theon, er ist komplett fertig, komplett beschichtet. Die Räder sind getauscht, die Bremssättel sind versiegelt, genauso wie die Felgen mit Code Rims. Lack wurde jedoch komplett mehrstufig poliert. Es waren überall so ein paar Scratches drin. Da macht es dann kaum Sinn, sowas punktuell rauszusuchen. Gerade bei Weiß ist auch schwer einzufangen. Deswegen einmal mit der MaxCut, dem grünen Safe Sheet Pad, einmal vorgecuttert. Danach Perfect Finish mit dem Medium Safe Sheet Pad. Für die uni-schwarzen Hochglanzteile dann die Ultra Soft Pads mit der Perfect Finish. Lackcode Ultima, Scheiben Vitro Ultima, zwei Schichten Kunststoffteile, auch hier Code Ultima. Eine Besonderheit haben wir noch gehabt, und zwar der Frontgrill. Jeder kennt es, der sowas besitzt, gerade diese komplett unischwarzen Grills, RS4, RS5, RS6 und Co. Hier genauso bei dem Atheon, wir haben viel unischwarz dran, Insekten, die sich da einfressen. Und wir kennen das Spiel schon mit dem Tempern, dass das Ganze funktioniert, aber auch sehr gefährlich ist. Denn wenn man zu lange drauf hält, kann auch mal Lack verbrennen. Jetzt habe ich mir mal so Gedanken gemacht mit dem Dampfer, der ja auch eine gewisse Temperatur hat, ob es funktioniert oder nicht. Es ist der absolute Kracher. Haltet ihr den Dampfer lang genug drauf, dann werden diese Insekten auch von den unischwarzen Hochglanzteilen komplett rausgetempert. Nächster Vorteil ist der, falls wirklich noch Anhaftungen sind, könnt ihr die danach easy komplett wegwischen. Wir haben einen Short dazu gemacht, da könnt ihr regelmäßig mal reinschauen, da sind immer so eine kurze Quick Tipps drin. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da, falls Fragen sind, unten in die Kommentare. Produkte, Rabattcodes natürlich wie immer für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.